Wenn es irgendein Problem gibt, bin ich dankbar, wenn Sie mich nicht ansprechen wollen, weil ich auch in Proben bin. Aber wir haben ja jetzt ein paar mehr Mitarbeiter, es konzentriert sich nicht auf eine Person, dann melden Sie sich. Aber ich denke, dass heute Freitag ja selber den Apparat sehr gut kennt, aber natürlich, also selbstverständlich, wenn es irgendwas gibt, stehe ich zur Verfügung. Ich muss Ihnen überhaupt ganz eindeutig und ganz klar sagen, die Haltung, die Dieter Wedel mir gegenüber eingenommen hat und einnimmt, ist vorbildlich und wir gehen gut miteinander um. Zu lesen, dass der wirklich weiß, wer das ist, dann ist das Stück unglaublich komisch. Und dann, wozu ich hier im Amte mitgewirkt, kann ich auf beider Dienste nicht mehr rechnen. Nun, Herr Dorfrichter, nun, und der Gerichtstag? Denkt ihr zu warten, bis die Haare wachsen? Hat einen wahren Mordsschlag heute früh, als ich den Bettenstieg getan. Seht, gnädige, einen Schlag ins Zimmer hin. Ich glaube, es wäre es gar nicht. Wenn unsere Ehre weiß zu brennen gilt und diesen Krug hier wieder zu glasieren. Oh ja, entscheiden, seht doch, den Klugschwätzer, den Krug mir, den Zerbrochenen entscheiden. Wer wird mir den geschiedenen Krug entscheiden? Hier wird entschieden werden, dass geschieden der Krug mir bleiben soll. Für so ein Schiedsurteil gebe ich doch die geschiedenen Sterbensicht. Wenn sie sich recht erstreiten kann, sie hört's, ersetz ich ihn.